Willkommen zum Videotagebuch von unserem Community-Spielchen Overrun. Overrun erstmal als Arbeitstitel, vorläufig. Und ich zeige euch immer mal wieder zwischendurch kleinere Segmente, die bereits fertig programmiert sind. Das erste größere Segment ist dabei der Wegfindungsalgorithmus. Dafür habe ich mich für die Implementierung eines A-Star-Algorithmus entschieden. Ich zeige euch einfach mal, wie der aussieht. Im Grunde ermöglicht er bei einem Klick in das Feld eine tatsächliche Route, Routenberechnung zu diesem Ziel hin über die verschiedenen Felder. So. Soweit so klassisch. Ausweichen von Hindernissen, wie man es erwartet, macht er auch. Was ist das Besondere am A-Star-Algorithmus? Er ist ziemlich schnell, er ist ziemlich performant und er ist in der Lage, dynamisch auf Änderungen zu reagieren. Ich zeige euch das mal eben, indem ich was bastel. Na, geh weg. So, und zwar mache ich hier eine Öffnung hin. Ich möchte hier oben hin. Jetzt bin ich in der Bewegung und merke, ja, wobei ich möchte nach unten hin. So, ich möchte hier hin. Merke in der Bewegung, okay, der Weg ist verriegelt. Dann bin ich in der Lage, sofort zu sagen, okay, nehme ich die andere legitime Route. Genauso funktioniert es andersrum. Ich bin in der Bewegung, stell fest, okay, ich will jetzt nach hier unten, mache mich auf den Weg, aber dann öffnet sich ein günstigerer Weg. Dann ist er auch hier in der Lage, sofort die Bewegung zu ändern und den Weg zu nehmen. Ich denke, das wird uns bei dem Tower-Defense-Aspekt unseres Spiels ziemlich gute Performance bringen und auch recht natürlich aussehen. Gut, das war's schon. Viel Spaß noch. Wir sehen uns.